belong to you. Ja, moin, heute ist der 20. Mai. Ich befinde mich hier in den Reusenkügen, beziehungsweise hier Elisabeth Sophienkoog oder so, wie er sich der schimpft. Ja, und jetzt auch scharf werden würde. Ja, komm. Da hinten sind die Benzes 115er, die dann neu errichtet wurden. In Ülvisbühl oder wie der Ort heißt. Ja, stehen leider still, ne? Ich da vorbeikomme, weiß ich noch nicht, weil ich habe noch viel vor hier oben. Ja, eine dreht sich, wie ich das da gerade sehe. Wenn es inne ist, ich sehe das jetzt nicht so genau hier drauf. Kann Sinn. Ja, und weiter rechts steht noch eine Nordex, habe ich gesehen. Dort. Ja, man hat eine gute Sicht von hier, das ist Wahnsinn. Ja, man frei. Weiter links, was haben wir da noch Schönes? Ach, das ist hier, Simonsberg, ich glaube. Und dann müsst ihr ja bei der Husum kommen, ne? Ja, das ist die dicke Bertha, die 126er. Die Siemens. Senvion. GE. Senvion. Ja, das ist das Testfeld. Südermarsch, ne? Ja, hier hast du einen richtig geilen Blick. Auch auf die Tierwelt. Herrlich. Ein Träum. Ein Träumchen. Viele junge Kälber. Rennen hier rum. Kälber, Lämmer von den Schafen hier drüben noch. Kleine Hoppelhäschen und jede Menge Windräder. Es ist Wahnsinn. Gestern Abend standen sie alle still und heute drehen sie sich. Bin immer wieder begeistert von hier. Richtig cool. Wunderschön. Es passt einfach hier zu Nordfriesland, ne? Das ohne Windräder wäre doof. Ja. Ja. Jetzt bin ich auf dem Deich oben drauf, siehst du, unten ist ein Hoppelhäschen. Zwei Stück. Sind hier jede Menge. Da sind sie. Also soll man schon aufpassen mit dem Auto, ne? Ja, alles voll. Da siehst du gleich die Nordex. Gemischt mit Vestas Anlagen, jede Menge. Nordex 117er und Vestas 412. Ganz rechts steht noch eine Repower MD82. Ja, ihr kennt das ja schon. Wie gesagt, ich will mich jetzt hier nicht großartig in den Windpark hier beschäftigen, weil man kennt ihn ja schon. Aber er verändert sich ja auch stetig. Gucken wir mal die kleine Seen hier. Die V17 war es, oder? War es 17er oder 15er? Ich überlege jedes Mal. Ich schreibe es ins Video von 1983, auf jeden Fall war das, ne? Also gesehen hatte ich sie schon und sie hatte sich auch gedreht. Ja, die wird versteckt sein hier irgendwo. Wahnsinn. Ja, ganz hinten kommen dann die Enercon. 115er, 101er. E70 ist hier auch noch dazwischen. Heftig, das nimmt nicht ab. Ja, da sind die Salzwiesen hier. Und ganz hinten ist dann der letzte Deich. Der Hauptdeich dann quasi sozusagen mit der Nordsee. Ne, was ein Meer. Überall Windräder. Du kannst dich hier im Kreis drehen, das ist Wahnsinn. Hier siehst du überall Windräder. Heftig. Ja, hört sich mal an wie eine Alarmanlage. Das wird hier von irgendwie vom Aggersinn, wo das herkommt, um irgendwas zu vertreiben, glaube ich. Ach, da unten sind auch die Hobbelhäschen. Da sind sie. Die sind überall. Da sind sie. Feldhasen. Guckst dir an, du. Ja. So, hier ist noch ein Schildchen mit den Fluppen, ne? Also für die Raucher hier. Was er da mit der Natur antut, wenn er diese einfach so wegschmeißt. Ich bin ja nicht Raucher, von daher einfach mal überlegen und darauf achten, dass er die nicht in die Natur schmeißt, ne? Wäre schön. Schön, schön. Ja gut, dann werde ich jetzt erstmal frühstücken gehen. Ist es noch früh? Was haben wir denn jetzt in der Uhrzeit? Och, 8:30 ist schon durch. Gut, wird Zeit. Ja, aber das Wetter ist Bombe, also einwandfrei. Gut, dann sehen wir uns in dem nächsten Video oder ach, wie auch immer. Lasst euch überraschen. So, von hier mal die Reusenkügel. Bitte hinter der Salzwiesen.
Nordstrandische Moor ist da hinten. So hieß es, glaube ich. Ja, Ebbe haben wir natürlich wieder. Also das ist jetzt nicht die Nordsee hier, das sind die Salzwiesen. Und hier auf der anderen Seite ist das Wattenmeer, ne? So, da haben wir jede Menge Anlagen. Guckst du dir an, jo. Geil. Hauptsächlich Vestas regiert hier. Ab und zu mal ein paar Nordics remixed. N117 waren es. Da sind welche, da sind welche, da sind welche. Da sind doch schon mal einige. Aber wie sich das hier immer krass verändert, alles ist Wahnsinn. Alles 10 Jahre ungefähr. Ist verrückt. Was sie hier repowern dann. Das ist für jeden Windrad-Fan sozusagen ein Muss, sich das mal anzugucken hier oben. Das ist schon cool. Für Windradgegner ist es natürlich ein Albtraum. Ja. Aber ich finde, hier oben gehört es einfach dazu. Windräder kennt man einfach so an der Küste. So, dann haben wir noch E70. Dann ist diese neue Nordex da. Ja. Die kenne ich persönlich noch nicht. Und dahinter hast du dann die Wensis, die 115er, die neuen dann in Övesbühl und ja, was da alles noch ist. Husum kommt ja dann da die Ecke. Da siehst du ja Husum nochmal da hinten. Da ist Husum. Das Getreidesilo oder wie das sich auch immer schimpft, der Außenhafen quasi. Da quasi ohne die Skywind. Gott sei Dank. Hat für mich persönlich nicht dahin gepasst. Also war sehr klobig gemacht. Nur so weg. Ja. Sehr schöne Ecke hier.